Hallo und herzlich willkommen zum Forst hier in Kanada, zusammen mit dem Freddy. Guten Tag. Ich war jetzt mal so forsch übrigens, das Ganze jetzt Kanada-Projekt zu nennen, mehr oder weniger. Einfach weil wir jetzt eine kanadische Map haben. Dachte, das wäre dann ganz gut. Andere Richtung, ja, genau. Auch wenn die, ja, ich weiß, ich wollte nur eine Stelle im Graben suchen, die nicht so tief ist, dass uns das Ding gleich verreckt. Also ein bisschen Bewegung im Trailer. Es geht eigentlich, aber es könnte weniger sein. Und oh, hoffentlich fallen die jetzt auch richtig in den Trigger. Vielleicht willst du das lieber machen, weil du, glaube ich, genauer weißt, wo der liegt. Nicht, dass wir gleich wieder alle manuell reintun können. Meine Ladung hier, da ging ein paar. Ah, da stehst du schon. Naja, ich erwarte dich bereits. Dann zeig mal, wie du das machst. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, es war die Seite, wie du stehen. Wie die abkippt. Das Gefühl, der ist ein bisschen zu lang. Muss du rückwärts reinschieben dann? Ja, aber da gibt er halt seitwärts und der Trigger ist ja auch seitwärts größer als als. Also, so geht das. So, und dann X steht er an ihm halt erst gerade hoch. So, und dann X. Fuck. Was tust du? Falsche Seite abgekippt. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Gib mal, ich schnapp mir den Radlader und schieb die rein. Na gut, das war Fail. Bleib mal raus. Nee, dann hau ab und macht voll das Ding. Naja. Na gut, dann wissen wir jetzt dort, wo wir einsteigen. Wir wissen jetzt, wie es nicht geht. Genau. Aber er kippt ab, das ist schon mal praktisch. Aber der kippt auch immer zur selben Seite, oder? Ich hab's gerade nochmal abgekippt, ja. Okay. Ist jetzt alles runter? Nee. Jojo. Jetzt wäre zum Beispiel der Skiller praktisch, weil der hat ein Schiebeschild. Stimmt. Jetzt hast du gedreht, ne? Ja, darunter hättest du kippen müssen, dann wäre alles gut. Na, das nächste Mal. Aber ist irgendwie cool, also ich weiß nicht, ob es genau... Gibt es die Vorrichtung in echt bestimmt so, ne? Könnte ich mir vorstellen, ob es das gibt, weiß ich nicht. Macht einen realistischen Eindruck. So, und wenn wir so weitermachen, haben wir eh gleich das nötige Kleingeld für den nächsten Radlader. Das ging jetzt aber auch schnell. Hast du schon alles drin? Wie war das nochmal mit Kleingeld für den nächsten Radlader? Ich sag mal so, wir haben wieder eine gute Münze gewonnen. Ich? Alter. Ja, an, wie viel Geld haben wir? Oh, es geht auf die 300.000 zu. Ich weiß nicht, was das... Da müssen wir uns das nochmal anschauen. Also ich gehe auf jeden Fall nochmal auf schwer runter. Wenn nicht sogar auf... also, weiß nicht, ob man noch eine andere Möglichkeit hat, die Bäume billiger zu machen. Ich glaube, das wird in der Map gespeichert. Die Bäume... Die Preise für die Bäume. Für die Baumstümpfe. Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir absolut nicht sagen. So. Ja. Ich mache mich, glaube ich, jetzt erstmal schuldenfrei. Und dann reicht's eh noch für einen Radlader, wenn wir noch eine Ladung verkaufen. Na, Radlader, Skidder, was brauchen wir sonst noch so? Ich meine, wir haben Geld. Ups. Ja, eigentlich nicht. Wir können ja auch mal ein Hashtag Sozialexperiment machen und werden dann einfach mal auf einer Wiese nicht Fichten pflanzen, sondern Eichen oder so. Und dann können wir als Sozialexperiment beobachten, ob die anderen Bäume das akzeptieren.
Also quasi ein Ausländer, Hashtag wenn man das so öffentlich NoFakePrank sagen kann. Prank und so. Ein Baum anderer Herkunft. Weil pranken ist ja blöd. Man ja, muss ja. Das schreit ja quasi nach Fake, ne? Ja, deshalb NoFakePrank. Wir machen das. Wir verarschen This jetzt shit einen is Baum. Real. Du kannst ja einfach mal mit einem Radlader gerade auf den Baum zu fahren, mache ich jetzt. Und dann hier im letzten Moment umdrehen und dann, wow, no fake. Das war jetzt echt no fake, ey. War jetzt, einfach im letzten habt ihr Moment das gesehen? Einen Cut der war richtig hart geprankt, der Baum. Der hat gedacht, jetzt ist mein letztes Stündlein geschlagen. Oh, du könntest schon Prankstar werden. Ja, ich glaube auch, ich werde mal so ein richtiger Pranker. Wir empfehlen. Boah, es gibt sogar eine Krankamera, ist ja cool. So ein richtiger Force-Prank. Baumprank, Alter. Baumprank? Social Experiment. Ja, Social Experiment. So. Kannst ja mal das Großzeug mal machen, damit du das auch mal machst. Dann sammle ich die Spitzen hier auch. Boah. Ja, der Radlader, wenn er die Schaufel voll hat, ist der am Limit. Hm? Hab nichts mehr in meiner Reichweite. Weiß nicht, gibt's noch einen deutlich größeren Radlader? Also wenn du den Kran immer so stehen lässt, ist es ungünstig. Am besten einziehen. Oh. Hab ich dich deutlich gerammelt? Nee. Deutlich, in welche Richtung denn? Größer, höher, größere Schaufel? Höher. Ja, und generell halt, was weiß ich, ein stärkeres Modell. Ich glaube, es gab so ein Dingsbums, aber das... weiß nicht, was man davon halten soll. Halt mehr so ein... richtig Digger. So, da kannst du vielleicht mal ein bisschen sortieren. Na, wie soll ich sagen? Das ist schwer zu erklären. So ein altes Ding oder was? Ich hätte schon gerne einen relativ neuen Radlader. Einfach weil es... Ja, der hat so einen Kran wie so ein normaler Bagger. Und dann ist da halt so ein Riesendings, was du da jetzt hast. Sowas ist da halt dran. Halt so ein Baumgreifer. Kannst du mal den einen einzelnen Queren da nehmen und tüdeln? Warte. Such gerade was. Nee, suche ich jetzt nicht. Welchen? Ja, der da schräg liegt. Sonst liegt nämlich immer alles krumm. Man muss die unteren immer schön liegen haben. Und wenn einer quer liegt, den auch rausziehen. Dann nehmen wir eine andere Perspektive, die hier. Nein! Junge. Du bist mir auch so ein Social Experiment. Hatten wir das nicht auch irgendwann mit Attacher oder so? Von wegen Attacher drin, Attacher raus und dann war er nicht drin und du bist losgefahren oder so? Ja, genau. Oh, wann? So wollte ich das. Wie ein Chirurg hier erfüllt die Aufgabe. Könnte man glatt mal hier Hashtag Chirurgie-Simulator, Hashtag Real-OP, Hashtag Real-Talk, Hashtag alles nicht gefaked, Hashtag Hashtag und vielleicht Hashtag auch noch Hashtag Hashtag jetzt Hashtag. Vor jedem Wort Hashtag ein Hashtag. Hashtag klingt gar nicht dumm, Hashtag. Könnte eventuell ein bisschen eng werden. Was hast du denn da für eine Aktion gemacht? Das war ein Social Experiment. Nicht nur eins, glaube ich. Einfach drauf. Bumm. Nach dem Motto, juck mich jetzt nicht. Das war gut. Wir experimentieren. Deswegen heißt es ja so ein Experiment.
Oh, dann schieben wir die wieder hinter, damit hinten was hinpasst. Ich überlege mir gerade was. Wir machen am Ende dieser Folge noch was Besonderes. Und zwar war ich ja eigentlich schon das letzte Mal damit beschäftigt, dass du dann abrupt entweichen musstest, den Leuten so ein bisschen die Map zu zeigen. Und gleich werde ich eine kleine Tour machen und zwei, drei Orte zeigen, an denen wir dann demnächst mal Holz ernten können. Und dann machen wir nämlich einfach eine Umfrage quasi mit den Leuten. Dann dürfen die nämlich... Also, du musst meinen Kran wegbewegen, so. Was dürfen ich meine, die du kannst denn? Auch alles alleine machen, aber möchtest du, glaube ich, nicht. Eh. Dann haben wir nämlich mehrere Bereiche. Entweder wir machen hier direkt das Nachbargrundstück, quasi, weiter Richtung unser Hauptlager. Wir machen oben in den Bergen, dann gibt es noch was unten an einem See. Oder, ja. Wir können auch auf die andere Seite, wir können auch vielleicht zwischendurch dann noch ein paar Setzlinge, müssen wir ja eh. Wir müssen ja, wenn wir abgeholzt haben, auch ein bisschen wieder für frisches Holz sorgen danach, ne? Also ja, da können wir ja, werden bevor wir zwischendurch wir auch nochmal Bäume setzen müssen. Bevor wir hier abdampfen, können wir ja hier quasi setzen, Bäume. Und dann nächstes Waldstück. Och, Mensch, der hätte ihn ruhig oben nicht greifen können. Hättest du ihn ruhig ordentlich ablegen können. Ja. Ja. Kann man eigentlich schon klatschen. Das ist ein soziales Experiment hier gerade. Gibt's nix. Gut. Toll. Gut, dass du den Greifer hast. Du kannst aufräumen. Danke. Der den Greifer hat, ist immer der, der am Ende die ganze Arbeit macht. Mit dem Radlader bist du quasi der Mann fürs Grobe. Ja, grob trifft's, glaube ich, ganz gut hier. Da holst du die Masse ran. Das wahre Geld. Und bei dir ist das dann noch so ein bisschen so zusammen die Reste suchen. Ja. Aber es wird hier schon ein bisschen lichter. Ich glaube, noch zwei, drei Anhänger, dann haben wir's. So, mal kräftig draufdrücken hier. Ja, so ein bisschen kannst du noch Gas geben, glaube ich. Warte, mal die andere Richtung. Hier drüben mal drücken. Drücken. So, und dann drücken wir mal hier drüben noch und schieben das noch bitte. Was auch immer ein guter Trick ist, wenn man einfach ein bisschen Smackes daran. Bisschen was in der Mauern, ne? Oh, jetzt gibst du da oben was drauf und dann geht das. Sabbel nicht dat Guide. So. Also ich glaube, die Bäume wollen mich hier gerade bei meinem Sozialexperiment pranken. Oder drei, oder? Bevor dann noch alles runterfällt. Ja, dann würde ich sagen, bring du die mal zum Trigger. Ja. Dann schauen wir da nochmal eben und dann setzen wir uns eben in den Truck und ich zeige nochmal ein, zwei Bereiche, die wir erschließen könnten. Also einmal hier natürlich so ein Nachbarfeld, vielleicht ein bisschen langweilig. Dann haben wir da vorne so ein sumpfigeres Gebiet. Das wird aber ziemlich schwierig, weil da teilweise das Wasser so hoch ist, dass man nicht mit Maschinen da durchfahren kann. Aber hier ist halt so Sumpf. Sieht man ja schon. Kann ja mal hier quasi ins virtuelle Schlauchboot und dann ein bisschen hier zeigen. Also hier stehen Wasser, Bäume wirklich viel im Wasser und so weiter. Ist sicher eine schwierige Position, hier vernünftig zu arbeiten. Mit dem Skitter dann rausziehen. Mit der Hand fällen und mit dem Skitter rausziehen, wenn der dort nicht absäuft. Ja, irgendwie sowas müsste man da machen. Das wäre cool. Ja, schon, aber das ist auch eher so eine frömmelige Arbeit, bei der man nicht so wirklich die Masse macht. Und ich kann auch nicht versprechen, dass das so 100% funktioniert. Es kann sein, dass wir das da im Sumpf abbrechen müssen, unsere Arbeit. Mal gucken, okay, mal gucken, wie groß der Trigger ist. Hinten ist er. Meinst du, wird schwer? Ja. Ah, sieht gar nicht schlecht aus. Ein Drehschemel geht das ja. So sieht's aus. So, dann machen wir den hoch.
Komm, dann zeig mal dein Sozialexperiment hier. Ah, richtige Seite. Oh, Digga, Poeng, Poeng, Poeng. Das geht doch gut, oder? Wie sagst du? Ja, das war perfekt, würde ich sagen. Wie viel Sekunden Geld haben wir? 3 Millionen? Nö, das hat jetzt voll wenig Geld gebraucht. Echt? Nein. 500, 300.000 ungefähr. Also so ein Anhänger sind immer 300.000. Mensch, da können wir den ja bald vergolden lassen, du. Auf jeden Fall. Ja gut, ich setze mich noch eben in den Pickup. Hier oben sind wir ja schon richtig, da sind wir letztes Mal rumgefahren, da kann ich vielleicht eben was zu sagen. Hier ist halt so der Bergabschnitt. Hier würden wir dann ein bisschen arbeiten, da gibt es noch ein paar einzelne Bäume, die weg müssten. Und hier unten ist so ein Tal. Da unten kann man auch auf jeden Fall coole Sachen machen, sehe ich schon von hier oben aus. Also hier könnte man sicher auch richtig cool arbeiten. Da unten ist auch so ein richtig großer Rückeplatz und sowas. Also Tal ist eigentlich ein Favorit von mir. Die Berge hier sind schön. Aber hier ist es halt eher so kleinere Sachen, die man hier mal ändern kann. In den Bergen, zumindest hier in diesem Bereich, würde ich jetzt eher mal so einzelne Bäume, die nah an der Straße stehen, wegnehmen. Hier wurde das auch schon teilweise erledigt. Und vielleicht hier so ein bisschen die Straße räumen, damit dieser Pass hier so ein bisschen freier wird. Vielleicht kann ich das sogar noch besser zeigen aus der Luft einfach. Also das hier wäre dieses Tal, wo ich gerne mal reingehen würde. Da hinten sieht man auch so ein bisschen so einen See, so einen Rückeplatz. Also hier arbeiten wir sicherlich cool. Dann hier der Berg ist aber eher ein sehr, sehr schwieriger Einsatzort. Da wird es auch nicht so auf Masse gehen. Da werden wir relativ wenig Gewinn mit dem Holz machen. Einfach weil wir nicht so viel Holz rausbekommen werden. Da hinten der Bereich, ich sag mal jenseits des Flusses, der Bereich, weiß nicht, den finde ich jetzt nicht so richtig heil. Also das ist nicht so ein richtiges Highlight, ist aber auch auf jeden Fall eine Menge Holz, was wir da ernten können. Von hier oben sieht man auch schon da hinten dieses Areal, was wir jetzt geerntet haben. Ist gar nicht klein, ist ganz schön groß eigentlich. Da könnte man natürlich ein weiteres Areal erschließen oder dieses sumpfige Stück. Oder wir gehen hier, mittendrin ist ja dieser See, dieser Fluss, dieser kleinere, der an dem Berg entlang fließt. Da haben wir natürlich auch jede Menge Holz, wie man sieht. Also dieses Gebiet hier können wir auch nehmen. Oder wir gehen, also na, sagen wir mal hier vom Seeufer da hinten bis hier. Dieses Areal ist natürlich ein Riesending. Da könnten wir auch was machen. Es ist halt die Frage, wo ihr jetzt gerne hin wollt, beziehungsweise für den Fall, dass ihr euch vielleicht nicht so entscheiden könnt. Auf Dauer werden wir eh mehrere Orte aufsuchen, denke ich. Deshalb müssen wir mal schauen. Ja, aber ich würde sagen, dann war es das auch für diese Folge. Dann müsst ihr mal fleißig in die Kommentare schreiben, wo wir dann so hingehen sollen in der nächsten Folge. Macht doch die YouTube-Umfrage, das geht doch auch. Muss ich mir mal angucken, wie das funktioniert. Am einfachsten ist das, glaube ich, über die Kommentare. Weil dann kannst du, glaube ich, das ist dann, glaube ich, Kanalumfrage, wenn ich mich nicht täusche, und nicht Videoumfrage. Aber ich weiß es nicht genau. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal oder hören uns. Bis dahin, tschüss. Tschüss.